Hallo, ich grüße euch total recht herzlich. Wir alle leiden an ein sogenanntes Überangebot. Wir alle haben jeden Tag irgendetwas mit digital zu tun. Ob nun mit eurem eigenen Phone, ist halt so. Ich muss etwas schmunzeln, deswegen mache ich dieses Video. Ich habe zu meinem Geburtstag dieses Keyboard bekommen. Mal so. So, dieses Keyboard soll mich animieren, mit 100 Rhythmen und 100 Tönen meine Videos ab sofort selbst zu vertonen. Ich hoffe, dass die Musik, die ich da unter solchen Videos setzen werde, auch auf eine Art auch, ich werde wohl heute das erste Mal dieses gute Stück hier nutzen. Ich bedanke mich mit diesem Video total recht herzlich, dass halt zu meinem Geburtstag in dem hohen Alter, was ich ja jetzt nur habe, und deswegen habe ich die Videoclips auch genannt, ab sofort 62, 82. Ob ich diese 20 Jahre schaffe, weiß ich nicht. Ich fange jetzt an mit völlig normalen, ganz anderen Videoclips, weil ich muss einfach die Wahrheit, nicht dass die Wahrheit sagen, dass die Welt digital verdammt schräg. Circa 1 Milliarde Menschen machen Videoclips bei TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube. Man ist ein YouTuber, man ist ein TikToker, ein Snapchatter, ein was weiß ich auch immer. So, wir haben angefangen, wie gesagt, 74, 84, 94 und ab 2004 mit YouTube und so weiter bis heute. So, ich wiederhole mich nicht, es ist Beruf, Punkt, fertig, aus. Nun generiere ich privat wird jetzt ein und dasselbe werden. Nur werde ich ab 18 Uhr Freitag bis Montag 9 Uhr mein eigenes Leben, mein persönliches Leben generieren. Ich habe angefangen mit einem Videoclip über die Isenburg in Hattingen. Da habe ich 40 Jahre für gebraucht, dorthin zu kommen. Ich wollte immer dahin, aus welchem Grund auch immer. Nur die Person, die halt im Fahrzeug gesessen, war nicht so gewillt, die gewisse Strecke da hinzuwollen. Sie waren auch nicht gewillt. Ich persönlich habe niemanden, der Videos mag. Sie sind alles Endverbraucher. Das sind Menschen, die im Kino sitzen, Film gucken, Punkt, fertig, aus. Sich auch keinen Kopf darum machen und auch gar nicht die Arbeit sehen, dass so ein Film, so ein Videoclip irgendwie gestaltet, erarbeitet und das vor allen Dingen drumherum. Das drumherum, die Arbeit, wo man arbeitet, wie man die Musik einsetzt, wie man die Struktur einsetzt und wie man das Ganze überhaupt auf den Weg bringt. So, diese Videoclips sind jetzt der Start, also diese Cliparbeiten ist der Start 62, 82. Das heißt also, sie werden anders. Sie werden sicherlich nicht so ein Hip werden wie bei den 10 und 30-Jährigen, die da jeden Tag vor TikTok rumhängen. Ich musste schmunzeln, ich habe gestern einen Miniclip bekommen von einer jungen, schau mal, guck mal. Die hat auf einem Parkplatz ein Dreibein, Kamera drauf und hat vor einem Busch dann Videoclips gemacht. Hat ihren Roller, weil sie kam nicht von hier. Warum sie ausgerechnet dort vor Ort diesen Videoclip gemacht, weiß ich nicht. Dass ich jetzt hier diesen Videoclip hinter dieser weißen Leinwand, ich bin hier in meinem Studio, bin hier in meinem kleinen Kino, gemacht ist halt, weil ich gestern sehr viel erfahren habe. Wie gesagt, das ist ja ein Geburtstagsgeschenk. Dankeschön, sage ich auf dem Weg. Und ich habe noch ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Und zwar sage ich ja, wir machen ja Foto. Wir machen also Foto und Film. Und der junge Mann hat diese Idee, Fotos auf Plexiglas zu bringen, was gar nicht mal so schlecht ist. Und dieses Plexiglas hat dann auch noch so einen Unterständer aus Plexiglas. Dann legt man das hier so ein und schwuppdiwupp hat man dann so ein Bild. So, er hat da ein bisschen rumexperimentiert.
Er hat mich dann so unsichtbar eingeblendet. Ich war natürlich davor, ist klar. Man musste das also, ne, 21, 22, 23 aus dem Bild raus und dann entsteht sowas. Also gestern waren wir auf der Isenburg und da haben wir halt aus der Hand geschossen sozusagen. Die Bilder könnt ihr bei UltraHD WebTV und so weiter und so fort sehen. Ich mache sogar jetzt mal eine Art Dia-Show über das, also es ändert sich. So, aus Sicherheitsgründen sage ich, dass ich es selbst machen werde. Dafür habe ich das gute Stück geschenkt bekommen. Dass ich es jetzt bei diesem Videoclip noch nicht angemacht habe, ist, weil ich die Stromzufuhr für den Laptop brauche, weil er gerade arbeitet. Ja, während ich solche Videoclips mache, arbeitet meistens mein Computer. Und ich wiederhole mich, ab Freitag 18 Uhr bis Montag 9 Uhr ist das jetzt meine Welt. Und in meiner Welt werde ich von dieser Uhrzeit an, 18 Uhr bis Montag 9 Uhr, nur noch für mich persönlich sein und mir auch persönlich ausdenken, für mich persönlich lernen, um noch schönere, noch bessere Sachen machen zu können, einfach nur ich zu sein. Weil ab Montag 9 Uhr beginnt wieder der Stress bis Freitag 18 Uhr. Ich spreche da nicht aus meiner Seele, sondern ich spreche halt so, wie es ist. Bei euch ist es fast genauso. So, einige von euch haben ja sogar Nachtschichten, haben sogar Wochenende. Also ich spreche halt heute nur noch von mir. Weil das andere ist doch klar, das seid ihr. Ihr seid eure Filme und Fotomacher, ihr seid eure Umgebung, ihr seid eure Story, das Storybook. Meiner einer ist mein Storybook, meine Zeit und meine Ideen. Und mir ist ja nun mal aufgefallen, dass um mich herum viele Menschen sind, die nicht gerade konform mit dem wäre, was ich gerne unter konform verstehe. Deswegen mache ich es. Allein, weil es ist viel schöner. Da ich tagtäglich damit zwar zu tun, aber ich darf ja nun mal nicht zeigen. Und ich habe auch hin und wieder mal Shopclips gemacht, die ich halt noch gar nicht veröffentlicht. Vielleicht veröffentliche ich diese halt noch, ich weiß es nicht. So, Shopclips, das sind Clips, wo ich wirklich tatsächlich jeden Tag irgendetwas erlebe. Im Moment erlebe ich halt die sogenannten Querulanten, die Personen, die halt wegen Corona auf die Straße gehen und so weiter und so fort. Tja, ich frage mich, ist das nicht vielleicht doch irgendwie eine Art Angriff auf unsere Kultur? Wie komme ich darauf? Wie gesagt, ich war gestern auf der Isenburg, hat über 40 Jahre gedauert, um da hinzukommen. Hat alles seine Gründe. So. Wenn ich ganz, ganz ehrlich sein darf, wir alle sind an sich an einer Schnur und die wird tagtäglich gezogen. Wer nicht arbeitet, hat also auch nicht genug, um irgendwas zu machen. Wer keine Arbeit bekommt, ist dann natürlich auch in einer Form gefangen, wo er nicht so schnell wieder rauskommt. So, da ich die Isenburg 40 Jahre gebraucht habe, um auf die Isenburg zu gelangen und ausgerechnet jetzt im Alter von 62, 82, das ist die neue Filmreihe, wir sind alles über und lassen uns natürlich nicht unterkriegen, aber der Körper sagt uns, Halleluja, so geht's nicht, das dürft ihr mir ruhig glauben. So einfach ist das alles gar nicht mehr. Ich muss, glaube ich, sehr viel trainieren, um das zu tätigen. Das sind 244 Kilometer, die jetzt abgegrast werden von einem zum anderen, also von einer Burg zur anderen, von einer historischen Stelle bis zur nächsten historischen Stelle aus dem Jahre 1000, 1100, 1200 hier in dieser Stadt Essen. So, diese Stadt Essen ab dem Jahre 1000 auf den Wegen, wo, wie, wo, was war. Und eines ist klar, so schlecht ist diese Stadt Essen gar nicht. Diese Stadt Essen, bei der Fahrt gestern, ist uns auch aufgefallen, ups, ich komme mir gerade vor, ich bin in Schottland.
Ich komme mir gerade vor, ich bin im Sauerland. Ja? Das hier, wie gesagt, an den Grenzen der Stadt Essen, Stadt Essen-Mülheim, Stadt Essen-Hattingen, Stadt Essen-Bochum und so weiter und so fort, A40. Und ja, wie gesagt, alles, was ihr jetzt sehen werdet, ist wirklich tatsächlich gefilmt, fotografiert. Ich muss gucken, welche Maschine ich gerade in der Hand habe. Mit der werde ich arbeiten. Also gestern habe ich das gute Stück hier mal scharf geschaltet und habe dann die Videos gemacht. Also hier oben muss man scharf schalten, drauf drücken und dann kann man arbeiten. So, wenn man hier drauf drückt, dann hat man schnelle Bilder. Da sollte man aber so auf einem Stativ machen, nicht aus der Hand. Die Bilder waren nichts geworden. Ist klar, beim Autofahren ist man ja am Rappel. So, dann habe ich mit ihm gesprochen, sage ich, komm, ab sofort nehme ich die Steady. Die Steady, ich habe auch extra groß, muss ich auch aufpassen, dass ich den gewissen Range habe. Und das ist die erste Steady, wo ich auch wirklich tatsächlich, während ich arbeite, das auf die Frontscheibe oder auf die Leinwand parken könnte, weil hier ist ein Beamer eingebaut, das ist ein Beamer eingebaut. Ein paar Mini-Tricks. So, das ist eine Dolby Digital HD-Cam. Ich habe auch einen extra Schuh besorgt, weil das extra besorgt werden muss, weil man kann nicht jeden Schuh da oben aufpacken, damit ich also Licht aufsetzen kann, einen zusätzlichen Monitor aufsetzen kann oder Ton aufsetzen kann. Da die aber wirklich gut ist, das ist eine 5.1 Cam, die auch geschützt hier ist. Und wirklich, die gibt es halt nicht mehr zu kaufen, warum auch immer, aber noch habe ich sie und werde also damit ab. Sie ist also auch nicht kopflastig, weil ich habe ja wie gesagt die Canon Ing hier aufgesetzt, ja, und hat auch ein Zeiss Objektiv, man kann die auch hier schön justieren und Weißabgleich und das alles. Wie gesagt, sie wird also auch im Notfall so gehalten, aber das mache ich alles nicht. Ich arbeite halt immer mit Monitoren und darum habe ich mich ja auch für diese, also ich habe diese hier, die DS EOS 80D, weil ich hiermit wirklich arbeiten kann und das macht Spaß. Also ich kann also tief arbeiten, fotografieren, das macht Spaß. Ja? Ich habe also einige Bilder geschossen, die man sonst gar nicht, müsste man sich hinlegen und was weiß ich nicht alles. Es macht Spaß. So, jetzt muss ich etwas gestehen. Ich bin beruflich involviert seit über 50 Jahren, bedingt aus die ersten 10 Jahre aus einem Spaß heraus, weil man Interesse hatte, so etwas zu lernen. Damals gab es das ja auch schon. Dann bekam man ja seine erste Kamera mit diesem Blitzflash da und so weiter. Das Problem ist, wenn man erkennt, was heute ist. Wir haben das Jahr 2021 und ja, vieles wurde mir versprochen, nichts wurde eingehalten. Bekomme also tagtäglich Versprecher, die sogenannten Versprechungen. Man verspricht mir alles Mögliche. Und in Wirklichkeit kommt nichts dabei raus. Fühlt ihr euch auch angesprochen? Das Leben ist so. So, wenn man nüchtern, normal durch die Welt geht, merkt man oder bemerkt man, dass so eine Art Freundschaft nicht stattfindet. Und wer wirklich tatsächlich sich selber mal beobachtet und sich selber mal fragt, sogenannte Freundschaften, ich rede von heute, digital, das ist crazy, das ist verrückt, also wer irgendwie verrückte Videos macht, sich selber belügt und andere belügt, ist ein Held, wirklich, und wer sich bemüht, normal zu sein, ehrlich zu sein, die Wahrheit zu formieren, auf den Weg zu bringen, nun, der ist halt allein, ist so. So, also ich bin allein, ich bleibe allein und ich werde ab sofort Freitag 18 Uhr bis Montag 9 Uhr gewisse Sachen machen und die werdet ihr hier beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal sehen.
So, ich spreche jetzt das große Problem an. Das große Problem ist, dass digital nun Firmen, das sind Firmen, die das Sagen haben. So, Google und YouTube ist klar, aber Facebook und TikTok und WhatsApp gehört nun mal Herrn Zuckerberg, und der hat seine eigenen. Und der hat auch seine eigenen Ideen. Die sperren euch für eine Stunde, sie sperren euch für 8 Tage, sie sperren euch für 30 Tage. Ihr wisst manchmal gar nicht, warum. Ist so. Ja, also das bedeutet, dass man doof spielen muss. Man muss irgendwie doof spielen, man muss das in Kauf nehmen. Wenn man die Wahrheit sendet, wenn man die Wahrheit auf irgendetwas bringt, wenn man sich Mühe gibt, wenn man sich Mühe gibt, solch ein Video da auf den Weg zu bringen, vor einer laufenden Kamera zu sitzen und zu demonstrieren, dass man hier das gute Stück hat. Ich kann ja auch Werbung machen für das gute Stück, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ah ja, das gute Stück heißt Rock Jam RJ654 und wurde mir 2021 zu meinem Geburtstag geschenkt. Fand ich gut. So, diese Kamera hier, die habe ich mir selbst geschenkt, das ist die D80. Und diese war gestern im Einsatz und ich muss mich noch daran gewöhnen. Ich möchte mit dieser Kamera HDR-Bilder machen, Videos machen und so weiter. Und diese hier ist ja die berufliche Mini-Kamera. Ich habe ja die berufliche richtig große, die ist aber im Studio. Und diese Mini-Kleine hier, die also fast identisch ist mit dieser da, die das gerade aufnimmt. Ich frage mich manchmal in der heutigen Zeit, da ich auch gestern mit dem Phone, mit dem Smartphone Filmchen gemacht und Bilder gemacht, und die man ja schneller und die man auch im Status bei WhatsApp einparken, einpflegen kann, damit andere den Status halt sehen, wo war man denn zum Beispiel. Also ich war in Hattingen auf der Isenburg oben und es war Abend und wir hatten noch viel Zeit. Es war 21 Uhr, könnt ihr selbst ausrechnen, wann die Sonne untergegangen ist. So wie wir dann von Hattingen über Langenberg Richtung Heimat gefahren. Auch das habe ich euch gezeigt, indem ich die Kamera einfach mal auf Video geschaltet. Zuerst hatte ich da ganz viele Bilder und das war natürlich total verwackelt, sowas zeige ich euch nicht. So, ab sofort bringe ich euch so Clips, Ruhr, NRW, ein Radius von 500 Kilometer. Ein Radius von 500 Kilometer, ob ich das schaffe, weiß ich wirklich nicht. Weil Freitag ab 18 Uhr habe ich schon über 10 Stunden Dienstleistung hinter mir und dann habe ich ein paar Stunden für mich und dann geht's los, meistens so ab 21 Uhr. Wir waren also schon zwischen 21 Uhr, 22 Uhr schon auf einigen Hügeln, die man erstmal erklimmen muss. Und da möchte ich einfach nur sagen, mit 62 ist da so langsam Schluss. So, wenn man 20% Herzleistung hat, habe ich extra eine Art Überwachung für mich. Ich hatte also gestern also auch schon 120er Umdrehungen. Das Herz schlug also 120, weil es musste arbeiten. Der Weg nach oben war nicht wenig. So, wir mussten auch schmunzeln, da viele Jugendliche plötzlich auf der Isenburg zu sehen waren an einer gewissen Uhrzeit. Da haben wir auch gesagt, sind wir jetzt hier auf dem Brocken und jetzt kommen die Hexen oder was? Na, also, das waren junge Menschen. Und okay, was wieder ist auch okay. Sie haben also ein Ziel, sie sind direkt auf die Mauer und haben sich auf der Mauer da drapiert hingesetzt etc. und haben sicherlich. Kann sein, dass die auch Videoclips da gemacht haben, weiß ich nicht. So, wir haben halt Aufzeichnungen gemacht. Ich habe mir das alles mal näher angeschaut. Manchmal bin ich hochgradig irritiert und deswegen habe ich auch dieses Video jetzt gemacht. Wenn ich eure Videos sehe über irgendetwas und ich fahre dann dahin, um auch dort mal zu verweilen, dort spazieren zu gehen und dort auch mal ein Video zu machen, stelle ich fest, hier stimmt etwas nicht. Welche Burg wolltet ihr uns da verkaufen? Ja? Also man zeigt uns Ruinen, man zeigt uns etwas und
innerhalb von 24 Monaten kann sich sowas nicht verändern. Was mir so unheimlich viel Spaß macht, und darum mache ich auch dieses Video und deswegen spreche ich auch so lange, eure Clips, die ihr da so auf den Weg bringt. Manche haben Kampfanzüge an und also manchmal lasse ich mich inspirieren. Also ich überlege jetzt schon, mir auch so einen Kampfdress zu besorgen, um nicht so einen schweren Rucksack, den habe ich mir zwar auch besorgt, um alle Kameras mitzuführen, Stative mitzuführen. Ich habe nämlich wirklich richtig Lust, Filme zu machen, eigene Musik darunter zu legen, alles von mir selbst, auch diesen Krach jetzt hier. Ich habe sie wie gesagt nicht angeschlossen, ich weiß gar nicht, hat die auch... Ja, genial, die hat sogar Batteriefach. Ja, die hat sogar ein Batteriefach. 1, 2, 3, 4, boah, 6 große müssten da rein. Ja, da ist eine 10VDC 1000 mAh. Ich schau mal, vielleicht mache ich Videoclips mit dem guten Stück hier. Ich kann mich noch gerade gut daran erinnern, wie ich für die Shadows spielen durfte, schon verdammt lange her. Shadows, das war eine elektronische Gruppe, Hard Rock und so weiter, und ich durfte. Ich habe immer darauf geachtet, wie er da am Spielen war, wenn er die Griffe durchgezogen hat, 7, 5, 6, da war ich immer ganz schnell rein, 7, 5, 6, lalala. Hat Spaß gemacht. Gut, wenn er sich verdreht, konnte ich dann nicht sehen, wo er gerade war, deswegen konnte ich nicht. Also so habe ich halt angefangen, Keyboard zu lernen, indem ich ja gar nichts wusste. Ich musste einspringen, weil der echte Keyboarder war verstorben und sie wollten gerade auftreten. Ich sage, Jungs, ich kann nur spielen, wenn ich sehe, was du da machst. Na? So, ich musste mich halt auf einen Gitarristen einstufen, also einpegeln. Und dann hat er und er fand das super, weil ich unterbrochen wurde per Phone, ich dann zum Phone und habe das dann hier sein lassen. War eine Übung, war also nicht eine Session vor Publikum, sondern war in Probe. Und die haben halt weitergespielt. Ich habe da und kam zurück, habe auf die Gitarre geachtet und habe sofort wieder mitgemacht. Und ich sagte, Hammer. Das fand ich, ja, also visuell ging es. Heute weiß ich nicht. Vor 20 Jahren war ich anders drauf. Vor 20 Jahren hat das Leben Spaß gemacht, vor 20 Jahren hat alles Spaß gemacht. Nach diesen 20 Jahren habe ich so viel in die Fresse gekriegt, dass ich schon heulen möchte. Vielleicht bin ich auch momentan so komisch drauf. Vielleicht auch diese Nostalgie, dass ich vor 40 Jahren wohlgemerkt auf diesem Territorium wollte. Also ich wollte zu diesem Brück. Und das Schöne ist, ich war jetzt auch in Burg Altendorf und habe mir die Burg angesehen. Die habe ich vor 40 Jahren gesehen. Das war wirklich tatsächlich eine Ruine. Die habe ich sogar vor 60 Jahren schon gesehen, die Burg Altendorf, weil ich da mit der Schule unterwegs war. Warum der Lehrer unbedingt uns dahin führen wollte, weiß ich bis heute nicht. Aber wir haben viele Wanderungen gemacht. Wir waren auch in Mülheim und so weiter und so fort. Also noch einmal, diese Stadt Essen ist gar nicht mal so schlecht. Diese Stadt Essen hat sehr viel Grün und diese Stadt Essen, die wirklich an Mülheim, Bochum, Oberhausen grenzt, hat schon was. Also wir haben viel Spaß schon mal gemacht. Ich habe Menschen aus dem Sauerland abgeholt, bin dann so von denen aus so gefahren, dass ich immer im Grünen war und die wussten gar nicht, dass wir die ganze Zeit gar nicht mehr im Sauerland waren. Ne? Zum Beispiel in Hattingen, also wer Hattingen kennt und Langenberg und all solche und Fellwort und all solche Sachen, der weiß jetzt ganz genau, was ich meinte. Ja? So, wenn man über Wuppertal hintenrum fährt, diese Strecke, also mittlerweile ist es ja die Ruhrstrecke. Ne? Die Ruhrstrecke, ihr kennt ja diese braunen Schilder. Und wenn ihr die Industriekultur, Ruhrkultur einfach mal in euch aufnehmt und wenn ihr die Angebote, die dort sind, auch mal aufgreift, Kulturnacht bei Licht betrachtet, diese uralten Sachen bei Licht betrachtet. Ich habe euch auch vieles gezeigt von der Zeche Zollverein. Nachts, wohlgemerkt nachts, es war 0 Uhr. Und durch diese lichtstarken Kameras, erstklassig eingestellt, ja, habt ihr auch
solche tollen Bilder, dass keiner merkt, dass das an sich eine Nachtaufnahme war. So, und eines ist jetzt klar, in der Welt der Digitalen brauche ich gar nichts mehr erwähnen, es ist, es bleibt krass. Alles, was bei TikTok abläuft, seitdem wir Corona haben, bei Facebook abläuft und bei YouTube abläuft, und auch die Kundschaft, die sich im Corona-Feld schwer verändert haben, kann ich nur eins sagen, Freitag 18 Uhr bis Montag 9 Uhr in meiner persönlichen, einfachen Welt mit Musik, die ich persönlich mache, Videoclips, die ich persönlich gestalte, es ist einfach nur schön.